Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen, frohe Weihnachten, Alien Isolation. Wir hörten in Action auf und machen in Action weiter. Ja. Hallo auch von mir. Marlo überlädt den Generator. Genau, verwandelt das Schiff in eine Atombombe, quasi. Ne, die Generator. Geil, diese Staubteile, was das ist da, ne? So, sie hat ihn getötet. Naja, ich glaube, er ist nicht tot. So, Wartungsterminal hacken. Und dann links daneben war auch noch was, ne? Das Ding da. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Okay, das ist also doch wieder hier. Nö. Das ist schon mal. Hier ist auch noch. Ach, da. Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. AUX. Da schließe ich doch mal meinen CD-Player an. Ich kenne nur FOX. So, als speichert auf jeden Fall. Jetzt ist das Ding da hinten grün, oder? Ah, okay, dann war das einfach. Nee, doch nicht. Nee. Schalten Sie die Fusions. Aber der hier. Ja, jetzt. AUX, okay. Hab ich nicht gesehen, steht da irgendwo AUX? Na, hat er gesagt AUX eben. So. AUXIMI. Auxiliary. So, und jetzt kann man. So, jetzt kann. Und jetzt kann man bestimmt dieses Ding da benutzen. Okay. Nein, immer. Wackeln. Alles okay, Keller. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können okay. Sie es sehen? Ja, aber der Auftrag ist noch nicht da. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Da, ist es doch. Was ist es? Oh ja, okay. Das im Wackeln. Ja, das kennen wir schon. Wahrscheinlich haben wir wieder nur 17 Millisekunden Zeit. Oh Gott. Oh Gott, wie soll man das denn schaffen? Das schafft man nicht. Ach, scheiße. Okay, normal. Vor allem, wenn der Ton da hochgeht im Hintergrund. Ja, das ist nicht so schlimm. Okay. Wir haben ja gerade gespeichert. Müssen wir uns die Sequenz halt nochmal angucken. Oh, wir sind schon auf Warp 7, wollte ich nämlich immer sagen. Wir müssen uns die Sequenz nochmal angucken. Schade. Das macht aber nichts, weil wir schaffen das schon noch. Okay. So, aktuellen Speicherstand. Insofern war es ganz gut, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gespeichert haben. Ist schon wieder ein Tag her, alles vergessen. Ach ja. Nein, es war. Achso, nee, da. Was? Achso, nee, er hat gespeichert für uns. Man muss das ist ja nett. Immerhin. Ja, dann wissen wir jetzt an dieser. Stimmt, das war sehr nett. Das ist ein Autosave. Gibt's auch nicht oft. So, jetzt. Jetzt müssen wir warten. Okay. Ja, wir können gar nichts machen. Jetzt müssen wir. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ja, ich sehe es. Ja. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Ich kann es nicht sehen, wie blöd ist es. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Diesmal gehen wir auch nicht weg, wenn das Signal. Ich stelle mich leider auch manchmal zu blöd an. Okay. Das war alles andere als blöd, mal eben sozusagen. Dazwischen zu. So. Das musst du noch schalten, ne? Auf manuell. Da war noch ein A eben zu sehen, glaube ich. Wo? Ach, scheiße. Ja, aber ich habe eben, wo du ja, stimmt, weggingst, da war irgendwas eingeblendet noch. Also, ja, super. Ey. Naja, gut, okay. Jetzt ist ja, also das ist jetzt nur noch Geschicklichkeit irgendwie. Ja, und Timing, ne? Ja, beides. Also nichts für mich. Also nichts für mich, weil ich gerade. Okay, jetzt geht das wieder los. Da muss man schnell sein, dann je mehr Zeit man, je schneller man hier ist, desto mehr Zeitrand hat man da drüben. Ja, weil der Ton ja auch immer höher wird. Das ist wirklich so ein Überladeton, ne? Ja. Naja, gut, komm, das ist ja immer zu schaffen okay. Sein. Alles okay, Keller. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Ja, können doch. Sie es sehen? Ja. Ich sehe es. Nee, ich sehe es nicht. Wo ist es? Muss da sein, Keller. Mach grün. Jetzt. Was ist es? Ja. Oh Gott. Schon direkt am Anfang falsch gemacht. Ich bin zu blöd, hallo? Ich würde sagen, das war's. Okay, und jetzt kam und ein A. Jetzt kam ein A, ja. Okay, sehen wir. Da. Der Button. Ich hab A gedrückt. Ach so. Okay.
Also, Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch zu schaffen sein. Hallo? Ja, weil ich mir jetzt mit dem Zugangsgenerator wieder zu viel Zeit gelassen habe. Habe ich schon gesagt, dass ich sowas nicht mag? Vielleicht nach dem Generator? Wenn sie sagt, wo ist das Ding? Ich kann es nicht sehen. Einmal wegschwenken und wieder raufgehen vielleicht. Nee, den finde ich ja. Das ist ja nicht das Problem. So. Nee, jetzt einmal wegschwenken, okay. wieder raufkommen. Wartungsterminal hacken. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Oh, ja. Okay, dann ist es auch geskriptet vielleicht. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Da ist es, so. Das ist es. Also wenn ich mich jetzt nicht zu blöd anstelle, ja, machen wir den Generator. So, siehst du? Und jetzt hast du A. Ja, aber hier passiert nichts. Wo ist dieses A? Siehst du? Das oder war es weg? So, hier vielleicht. Da, okay. Alles klar. Okay. Mehr kann ich nicht tun. Oh, cool. Okay. Das glühte schon nach dieser. Alter. Oh Gott, Sie haben es geschafft. Den habe ich nicht gesehen. Also ich wusste, dass er da steht. Nee, dann war das aber das A. Dann ist es dann wieder dieses typische. Oh, guck mal, wie die runterfahren, die Brennstäbe da. Oh, Scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzogen. Ich glaube, die muss hier weg. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Kritischer Einsturz. Irgendwas mit weißem Kabel hat sie eben noch gesagt, das habe ich noch verstanden. Verdammt. Muss ich mehr was machen hier, Leute? Entkommen Sie. Okay, ja. Alles klar. War ich schon richtig. Okay, dann nehmen wir den ganzen Weg zurück. Oh! Das ist ja nett. Ich wollte gerade sagen. Da wohl nicht. Oh, Hauer. Alter. Super, da stehen doch ihre Scheißbetten überall hin hier, du. Ich glaube ja schon. Ich würde jetzt ungern speichern. Weil, wenn man dann in so einer blöden Situation speichert, dass man. Rennst du oder schleichst griechischer du? Griechischer Einsturz höre ich immer. Du rennst gar nicht, ne? Man kann mit Moshi nicht. Oh. Ich hab nichts gemacht. Ich bin wie immer unschuldig. Oh, wo müssen wir lang? Da. Wir lassen uns doch von so einem blöden Einsturz von so einem. Echt. So lächerlich, so ein Einsturz. War da nicht noch ein Synthet? Ah, nee, der war. Vielleicht läufst du. Ach, hier war Schnuppi. Ich erinnere mich. Schnuffi ist mit Sicherheit schon im Shuttle. Ja, natürlich. Wo sind Schnuffi halt hingehört? Da. Ist das geskriptet gerade in Zeitlupe, oder? Ja. Ich drück wie eine Schucke, ne? Ah, guck mal. So. Ich glaube, das ist geskriptet. Da haben wir geschafft. Puh. Tja. Und ein Erfolg. Erfolg bekommen, wie viel? Nur 10 Punkte. Ja, heilige Nacht. Alter, ey. Naja, egal. Es hat sich gelohnt. Wir haben nicht gespeichert, aber du weißt jetzt, was zu tun ist, wenn du gleich dran bist. Also bisher spiele ich. Also, ne, seht ihr ja an dem sensationellen Erfolg, den wir so haben. Nein, war ein Spaß. Also, es macht Spaß. Es ist aber wirklich aufregend. Es war echt so ein Spannungs-, so eine Spitze eben, ne? So eine, ja, muss sagen. Eine Anspannungsspitze. Ja. Spannungsspitze. Eine Spannungsspitze. Ja, der Infusionsgenerator. Eine kleine Spannungsspitze verursacht. Man muss sagen, wir nehmen es vormittags auf gerade, was sehr angenehm ist. Draußen ist es halbwegs hell, obwohl das Wetter ist beschissen, aber so dadurch ist es ein bisschen weniger aufregend. Also ich hatte eine Spannungsspitze. Ricardo. Es speichert übrigens. Die Sektora hat die Orbitalstabilisation zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angelockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Der Shuttle ist kaputt. Du hast es kaputt gemacht. Entschuldigung. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sebastopol. Bitte um
Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrens Ende. Okay. Wir müssen hier rein und wir freuen uns auch schon wieder. Hier sind ja wieder Schnuffis, ne? Weißt du ja? Mhm. Aber es wurde gerade gespeichert. Das hat ist ja untergegangen. Völlig entspannt, du. Völlig entspannt. Ja, aber so richtig entspannt. Alter, das ist... Man kann diesen Generator zweistufig komplex machen. Nämlich zum einen, indem man ihn... Indem man die Zeit ablaufen lässt und indem man mehr Symbole macht. Und auch noch dreistufig sogar, indem man hier diesen Punkt, wo die zu finden sind, auch noch klein hält. Dann verreist man nämlich gerne auch, so wie ich jetzt ab und zu. Aber ich hab ja, bin ja Sicherheitszugangscode-Generator-Experte. Das stimmt wirklich. Also jetzt steht da gleich Schnuffi. Aber ich habe Flammenwerfer, also kann ich mal reloaden. Aber vielleicht denke ich gerade, wo die Tür aufgeht. Ach, hier sind wir. Nee, hier sind wir. Hier waren wir. Wir waren davor in der Krankenstation. Wir sind woanders angedockt, guck mal. Ja, aber wir sind wieder in einer Sevastopol. Das auf jeden Fall. Aber wir sind... Okay, und... Achso, hier müssen wir wieder mit dem Plasmaschneider. Die Musik ist... Ionenschneider. Warum auch immer eine solche Tür... Ne, es geht nur schneller, glaube ich jetzt, oder? Guck mal, wie butterweich das jetzt geht. So zack, zack, zack. Und durch. Nee, aber generell würde man sowas doch nie konstruieren. Wozu? Also ist das doch völliger Unfug. Das ist doch eine Stadt, oder ist es... Achso, linkt halt... Naja, das ist ein... Wir haben sie nicht aufbekommen mit dem normalen und deswegen müssen wir sie entriegeln. Und das ist einfach hinter... Okay. Ich würde aber auch nie so einen Schalter hinter so einem Links bauen. Nee, das stimmt. Wir sind wieder ganz am Anfang, guck mal. Ja, das stimmt. Ach, hier. Also man kann mal irgendwas looten. Was da ist was Grünes. Das ist auf dem Neufall. Der Sicherheitsdienst von Sixten ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich muss mich hinter einem Tisch verstecken. Was gehört? Da ist ein Sicherheitstyp. Ja, ich habe gerade mal die Kamera abgeschaltet. Vielleicht war das nicht schlecht. Ich glaube, Sie wollen sie gemeinsam übernehmen. Da ist er, oder? Der brennt. Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Ich sollte eine andere Waffe wählen. Haben wir nicht die Pumpgun? Lad die mal bitte nach. Mach ich gerade. Oh. X gedrückt. Da lief jemand übrigens. Da kommt jemand. Muss ich denn hier lang? Ja, leider. Halt mal X gedrückt, dass er ein paar mehr reindrückt. Da. Na, ich habe nur zwei Schuss, aber immerhin. Und wir haben ja auch noch Schnuffis an Bord. Muss ich vielleicht da rein? Das wäre, glaube ich, besser. Oh. Auf Krücken? Da ist auch was. Schmeiß doch eine Rohrbombe die Treppe runter. Könnte ich natürlich machen, aber wollen wir es wirklich mit denen anlegen? Völlig weghauen. Guck mal da, den Typen. Wir müssen da durch, hilft nichts. Da geht's nicht lang. Ja, also die oder wir. Ja, dann wir, ne? Da ist übrigens so ein... Oh, hat er uns gesehen? Nee. Da ist so ein orangenes Ding, vielleicht können wir da durch. Ich guck mal auf die Map. Ja, weiß ich auch nicht. Wo ist denn unser Ziel überhaupt? Finden Sie Richard Reception? Und was sind das für Teile? Ich muss mal in die Legende gucken. Schneidepunkt, siehst du? Da könnten wir... Ja, aber das ist ja Unfug. Das ist ja nur so ein Raum, der so... Das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Wir müssen da einmal rumgehen. So. Jo, aber Schneidepunkt, warum nicht? Oder gibt's da was? Das stimmt natürlich. Aber der Schneidepunkt wäre direkt gerade durch. Ja, dann gehen wir mal vorbei da. Vielleicht da weg sind sie. Ja, okay. Aber hier brennt's. Das ist auch nicht so richtig schön. Dann halte ich da nicht so lange auf. Ja, ich guck mal auf Moshi. Der läuft jetzt da hinten weg. Ja, guck mal da. Coolant Maintenance. Dann gehen wir da mal runter. Ja, der ist gerade weg. Können wir vielleicht hier durchgehen, auf jeden Fall. Das war der Schneidepunkt, glaube ich. Ja, guck mal. Können wir den umgehen, den einen? Wenn der jetzt hier nicht reinkommt. Aber ich habe ja die Pumpgun quasi im Anschlag. Ja, guck, dann konnten wir den umlaufen, so ein bisschen. Naja, noch nicht, aber... Ja, zu Recht. Ja, wir auch. Oh. Oh, da sollte ich aber nicht so rumstehen irgendwie. Nur mehr Cognac sitzen. So, Schatz. Der bewegt sich nicht, ne?
Dann lass ihn fallen. Ja, jetzt bewegt er sich nicht. Doch, jetzt bewegt er sich, oder? Nein. Aber wir müssen hier lang, es hilft nichts. Ja. Aber wenn du schießt, da ist noch einer? Ja. Wenn du schießt, dann hast du sie alle auf dem Buckel. Ich lese mal eben gerade, was da steht. Die Explosion der Anisidora hat die Stabilität der Sevastopol bestätigt. Finden Sie einen Weg, Verlaine auf der Torrens zu kontaktieren. Ja, wir müssen da lang, es hilft nichts. Glaube ich zumindest. Also, anderen Weg könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Und wir müssen an dem Typen vorbei. Jetzt sind die da zu zweit. Guck mal, der geht da hinten wieder lang. Das sind doch keine Syntheten, ne? Nee, das sind wohl Menschen. Hey, der steht da und... Er hat auch vorhin irgendwie auch erzählt, dass dieser Sicherheitsheini unterwegs ist und eine Knarre hat und sauer ist. Habe ich denn auch so Bolzenschießer? Hatte ich doch auch mal. Die waren auch scheiße, die Dinger. Ja, bist du sicher? Ja. Der hat aber mehr Munition. Ja, aber der braucht ewig lange, um nachzuladen. Und der hat, glaube ich, nicht mal so einen Anzugsynthet erledigen können. Jetzt ist der da weg. Jetzt gucken wir nochmal, ob der da immer noch steht. Der Fredel? Nee. Dann schleichen wir uns jetzt mal voran. Ja genau, hustet euch mal zu Tode, das ist mir sehr recht. Da hinten läuft einer. Ja. Da stehen welche. Okay. Wo müssen wir hin? Ja, natürlich, da müssen wir da auch rein, ist ja klar. Stabilisatoren auf 80% und fallen. Da ist eine Tür, aber die ist mit einem Sicherheitszugangsgenerator. Idle Synthetic Storage, naja, die brauchen wir auch nicht. Mal gucken, vielleicht gehen die ja mal weg. Ja, der ist weg. Und ich schätze, wir haben nicht ewig Zeit, weil sie sagte eben 80% und fallen, ne? Ja, oh, der läuft da runter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier, die Scheiße. Ne, da gehen wir mal außen rum. Da gehen wir mal nicht rein. Das ist so eine Schleichmission. Schleich? Oh, Smittchen, Schleich. Ach, nicht singen. Darfst du nicht. Das war kein Singen. Das kann dir keiner erzählen, dass das Singen war. Also ja, da hinten steht auch einer, siehst du das? Ja. Der beugt sich über irgendwas. Aber wir sind ja... Oh. Irgendwas mit einem Schalldämpfer wäre cool. Ja. Oh, der kommt her. Verstecken wir uns hier mal. Da ist nämlich... Was sagt denn die Map? Naja, aber da müssen wir lang. Komm, Zugang, siehst du? Mhm. Was sagt denn Moshi jetzt? Kommt der jetzt wirklich? Aber geht vielleicht auch irgendwo hin. Ich muss nochmal auf die Karte eben gucken, ob da ein Weg ist, wo der reingehen kann. Der könnte da in so einen Nebenraum gehen. Ging das jetzt noch mit dem Stick? Irgendeinen Button halten und dann... Ich hole halt mal... Ja, ich weiß nicht, der linke? Nee, der kommt jetzt aber hierher. Müssen wir eben aufpassen, notfalls die Pumpgun ziehen. Ich will sie schon mal im Anschlag haben. Vielleicht geht er auch an uns vorbei. Ich meine, wir sind ja... Das glaube ich nicht. Das war doch schon ein paar Mal so. Ja, aber die haben ja von Baby Kacke-Eier auf Baby einfach gemacht. Ach so. Ich würde nur ungern hier jetzt so hocken bleiben. Ah, jetzt habe ich es auch wieder raus. So ist die andere Kiste jetzt. Links ja, die ja, Kiste. Ja, ist klar. Jetzt hat er seine Waffe weggetan. Dann jetzt muddelt er und ich gehe in diesen Nebenraum rein. Hau ihn doch von hinten mit der Stange K.O. Das wäre natürlich eine Methode. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und verstecke mich da nicht. Warum? Nee, weiß ich auch nicht. Ich soll ihn umhauen. Ja, bist du sicher, dass das geht? Ja, er hängt da gerade von hinten da. Er sieht uns doch gar nicht. Naja, aufstehen und von hinten mit der Stange. Okay. Cool. So? Jo. Wie ein Profi. Bindemittel benutzen. Nee, das war's Radio benutzen. Ist jetzt angemacht? Ja. Bindemittel muss er noch mitnehmen. So. Da ist ein Sevasto. Oh, guck mal, hier können wir auch noch was machen. Auf manchmal kann man ja, vielleicht können wir... Ja, so unwichtig sind die gar nicht, ne? Glaube nee, ich auch. Das stimmt schon. Start, Neuverkabelung, was können wir denn machen? Beleuchtung aktiv, Luftreinigung, Lautsprechersystem, ja, keine Ahnung. Beleuchtung, hau mal alles auf 1 oder so. Luftreinigung, ist immer gut, lieber aktiv, Beleuchtung aktiv. Ich habe jetzt mal Beleuchtung ausgeschaltet, mal sehen, was passiert. Einer ist ja tot, aber was sagt denn Moshi, wo wir hin müssen? Moshi sagt, wir müssen da hin. Da waren wir doch gerade. Aber hier ist ein Terminal. Das wollten wir jetzt erst nochmal benutzen. Sevastolink. Schön. Altbekannt. Der ist übrigens klar, seit wann wir gespeichert haben. Ja. Türüberbrückung. Ich habe jetzt die Türüberbrückung gemacht, obwohl es keinerlei Feedback gab, irgendeiner Art. Sind da irgendwelche Codes? Nein. Audio. B.
bitte um Verständnis. Das hören wir uns jetzt nicht an. Nein. Türzugriff. Obwohl, manchmal muss man Türzugriff. Ich habe jetzt irgendwas aktiviert. Okay. Aber ich weiß nicht. Motion. Ist da auf dem Buch was zu looten gewesen? Leuchtet da auf dem Buch da irgendwas? Was ist das für ein Ding? Nee. Ist das nur ein Beschwerer? Ne, es sieht aus wie so ein Schokoriegel jetzt. Ja, aber der Moshi sagt ja. Achso, Moshi sagt, wir sollen hier lang. Treppenhaus. Achte auf irgendwelche Tiere und Pflanzen und was von der Decke fallen könnte. Ob der nicht auf Pflanzen. Und weißt du was? Weil es so spannend ist, ja, machen wir an dieser Stelle eine Pause. Cliffhanger. Ja, Cliffhanger. Und dann sagen wir mal schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.